Patricia Wohn wieder. Bla 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 bla. Leona, die bist rücksichtslos. Bla bla. Lenny, ich hab grad gelesen. Er sagte zu mir, ich bin eine defekte Schlampe. Was eine defekte Schlampe? Ja. Wir müssen ins Wohnzimmer. Celine, Daddy Quest. Celine. Ich möchte ins Wohnzimmer. Celine, mein Schätzchen, Cherie. Da ist sie ja wieder mit Leo Franco, dem Diktator. Bon, Cherie. Meine Lieben, ich bin ausgelaugt. Ich kann nicht mehr. Ich wette, du bist schon fertig. Der Anstrengung, viel Spaß, der Sex. Was, ne? Ein Videodreh? Jetzt komm. Wir müssen Spinning machen. Spinning? Keine Ahnung, was Spinning ist. Sprich mit Franco, dem Coach im Fitness. Wir haben einen Fitnessraum. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, guck mal, das Yin und Yang-Symbol. Schwarz und weiß, Rassismus. Ist der Raum mit dem Bett das der Fitnessraum, oder? Fit ficken. Okay, ich gehe mal in das Yin und Yang-Ding. Ich würde gern wissen, wer das Ding entwickelt hat. Und wer der Publisher ist. Alter, die haben hier Handhüllen! Ich will ein Sixpack! EA. Das ist bestimmt von EA. Help, help, help! Werden Sie den ganzen Tag zeigen! Oder von also schnell auf deine Position. Dave, der Hintergrund. Oh nein! Und immer schön lächeln, right, darling? Bist du bereit? Kommt da nicht richtig Löffel. Bist du bereit für dein erstes Fitnessvideo, Carpador? Ja, komm, er ist ein Tornado-Opfer, weißt du? Leg mir mal los! Licht, Kamera, Action! Twister, ey. Alter, fuck! Fuck! Was muss ich tun? Was geht denn jetzt ab? Fitness! Ich muss im richtigen Moment die Tasten drücken. Guitar Hero! Unglaublich spannend. Ist geil, oder? Ist richtig krass gemacht. Da haben die Jahre dran gesessen, bis die das hinbekommen haben vom Gameplay. Und der Hintergrund, achtet auf die Hochhäuser. Das Interessante ist, ich kann tatsächlich noch im Hintergrund mir die Bilder angucken, weil das so langweilig ist. Nein, bitte nicht. Davon machen die jetzt ein Fitnessvideo? Oh fuck man, wir steigen ab. Was ist das links im Hintergrund eigentlich? Was macht die da? Handstand. Ja, nee, aber weißt du? Im Hintergrund gerade das mittlere Bild, so sieht man aus, wenn man das Spiel zu lange gespielt hat. Sprint! Sprint, Leute! Siehst du diese Anstrengung in ihrem Gesicht? Die Vorbereitung auf die zukünftige Prostituiertenlaufbahn. Sprint! Ja, um den Autos hinterher zu kommen. Nehmen Sie mich, boah, krass. Nehmen Sie mich. Guck dir den Gesichtsausdruck an, wie glücklich sie ist. Wie glücklich sie ist! Vorbei, GG. Was willst du? Ich geb dir gleich. Takt beenden. Da hinten ist wieder die unwichtige Nebendarstellerin. Farblich perfekt angepasst eben. Habt ihr es gesehen? Schwarze Frau auf schwarzem Hintergrund. Natürlich, irgendjemand müssen wir mobben. Sie sieht anders aus als wir. Nee, Lenny, sie sieht nicht anders aus. Sie wiegt einfach nur 5 Gramm mehr und das ist nicht tolerierbar. Das geht nicht. Stimmt, sie ist fett. Und sie ist schwarz. Sie ist fett und sie ist schwarz. Unser Humor ist so schwarz, wir können bald auf eine Baumwollplantage. Stellt euch vor, dieses Spiel wird von einer 8-Jährigen oder 9-Jährigen gespielt und die nimmt das ernst und das wäre eine Simulation vom echten Leben. Oh nee. Fang erst gar nicht ich krieg damit Geld ab. Dafür, dass ich mich schminke! Wenn ja, das passieren so? Sollte, dann schließen wir feierlich einen Pakt. Dann wird dieses Leute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Sprich mit Celine. Ja. Es ist unfassbar. Wir müssen nur noch rausfinden, wo sie ist. Im Wohnzimmer!
Auf ins Batmobil! Ich bin Batman. Also, er sieht die gleiche Kleidung wie gestern an. Sie hatte keinen Bock, sich umzuziehen. Ist ja bloß Topmodel. Finde den Fehler. Das ist so scheiße. Scheiße. Ich frage mich, warum du hier bist. Bla bla bla, du bist hässlich. Ich habe keine Seele. Okay, gut. Auf in den Dressroom. Wir müssen uns wieder anziehen, Jungs. Ich wäre lieber für ausziehen, aber man kann ja nicht alles haben. Das ist auch die einzige, die von einem verlangt, sich anzuziehen, anstatt sich auszuziehen. Das ist das. Zieh dich an, du Schwein! Bist du bereit, Carpador? Yo! Okay! Weißt du, kommen sie dann irgendwann in so einem fetten Stream. Okay, wir müssen wieder irgendwelche Kleidung auf Action-Kommando mäßig machen. Go! Okay, Oberkörper. Wir nehmen auf jeden Fall sowas, das kleine Schwarze, ihr wisst Bescheid. Ja, das hat was. So, Unterkörper braucht sie auf jeden Fall. Was braucht sie? Sie braucht. Auf jeden Fall eine Jeans, ey, aber keine Denim, sondern so. Ja, das macht was her. Sie sieht aus wie eine Professionelle. Oh ja, Dave. Oh ja, Dave, es wird immer besser. Ist Dave überhaupt noch da? Oh. Das ist eine Katastrophe, eine Mittelschwere. Wer bist du jetzt, Batman? Oh, jetzt müssen wir zum Styling. Styling! Ich kann mal noch zahlen. Was ist Sprich denn mit Celine, wir müssen nochmal mit Celine sprechen. Guck dir die Schuhe. Die behalte ich hier an. Das macht richtig was her. Bist du jetzt Catwoman oder was? Natürlich, ich schlitze heimlich Männer auf. Das ist der Ausbund. Nee. Bist du bereit, Carpador? Nö. Okay, was haben wir noch? Kopf. Bist bereit für alles. Okay, was machen Kategorie wir diesmal? Kopf. Ja, der Filzhut! Was? Filzhut? Der Buffalo Filzhut! Longhorn Alistair. Perfekt, ey! Eine Top-Leistung, Jungs! Besser geht es nicht! Ich hab das Hässlichste rausgesucht, was ich gefunden hab. Sorry, Leute, ich kann das gerade nicht wegklicken. Ich muss gerade eben die Hände vors Gesicht schlagen. Ich hab das Hässlichste aufgesucht, was ich gefunden habe. Volle Punktzahl. Also entweder etwas stimmt mit mir nicht oder mit diesem Spiel. Die Algorithmen, dieses Spiel ist so komplex. Wir sehen doch richtig krass aus, oder Leute? Guckt euch uns an. Wir sehen aus wie... Wie scheiße. Als hätte Trinity sich... Trinity und Johnny Cash. Bist jetzt eine Mischung aus einem Warframe und... Eine Mischung aus einem Warframe und Longhorn, Alistair. So, okay, wir machen... Bist du soweit? Ja! Was ist denn das? Malen wir uns bunt an! Innovatives Quest-System. Junge. Mal dich an, Lenny, mal dich an. Ich muss... Aber wieder schwarz, ne? Malen nach Zahlen. Mein kleiner Bauernhof, ey. Unsere kleine Farm hier. Kurze kleine Farm. Du musst malen. Kann es mal voll sein, dass diese Schablonen, diese weißen, die aufgezeigt werden, komplett unakkurat sitzen? Ja. Halbmond. Totaler Halbmond. Kastanie. Ich glaube, ich... Mahagoni. Ich will nicht mehr leben, ey. Die sieht so kacke aus, wir können nur gewinnen, ey. Oh mein Gott. Kastanie. Was kommt als nächstes? Oh, sie macht... Alter, wir machen Ocker. Was kommt als nächstes? Knollenblätterpilz oder was? Elfenbein. Sie sieht aus wie eine schäbige Cracknutte. Das kann nur volle Punkte geben. Wir sind eine Cracknutte. Oh Gott. Meine Augen. Hilfe. Bitte, Hilfe. Rettet mich mehr.
Was? Sie sieht aber geil aus, oder? Guckt euch das an, Leute. Standard. Das war leider 0 Punkte. Es tut mir leid. Aber jetzt geht's auf den Catwalk, die Königsdisziplin. Da kann ich punkten. Da kann Lenny ich punkten. Hat die Skills. Mit dieser Hose kann ich da punkten. Los, Lenny. A, B, unten. Rechts, Y, select. Konami-Code. Ach, Celine ist das hier. Es gibt hier nur Celine und keine Heidi. Was ist das denn? Schiss. Bist du nervös? Wir beißen nicht. Keine Sorge. Ich habe einen Hut. Knock on Alistair. Pulverize. Headbutt. Unbreakable will. Ja, dann los, verpisst euch! Lasst mich catwalken! Diese Scheinwerfer! Für den Schmetterling! Von Ubisoft. Ubisoft, Schmetterling. Ubisoft macht jetzt neuerdings in Modelspiele. Oh, diese Animation, diese Animation! Aber mit der Assassin's Creed diese Engine, Animation. Wisst ihr? Okay, los geht's! Jetzt zählt's, mal nach Zahlen Extreme! Los, Lenny! Wie sie geht, Alter, als wäre sie gerade irgendwie... Mach eine Genki-Dama. Sieht so scheiße aus. Alter, das war Killer! Killer! She's a man-eater, man-eater, Bug. Oha, das geht richtig auf meine Reflexe. Kranker Shit, kranker Shit! What a Cronkite! Mit dem bloßen Auge kann man dem. Oh, ich bin gerade so geil. Ey, wenn es drauf ankommt, punkte ich. Ist wie beim Sex. Oh, Darling. Du kannst gerade auslaufen. Okay, jetzt wieder die Königsdisziplin. Balance halten. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Okay. Gut. Wäre fast schief gegangen. Wortwörtlich. Okay, sie geht nochmal. Warum geht die dreimal? Wer guckt sich das dreimal an? Richard Löwenherz und Franco. Franco irgendwer und. Franco Necofilo. Jetzt kommt wieder dieses mit diesen schönen zwei Balken. Perfekt war das. Sah ja eher aus wie eine mittelschwere Katastrophe. Was ist das denn hier für ein Action-Kommando? Rechts, rechts, rechts. Wollen Sie uns politisch was beibringen oder was? Das ist. Boah, Alter. Combo Breaker! Combo Breaker. Darling, du hast im richtigen Moment die Tasten gedrückt. Sofort neuer LOL-Weltmeister, Mann. Dieses LP muss bald enden. Ich will nur diesen Catwalk überleben. Ich muss ja auch noch zurückgehen, ne? Ja. Warum heißt der Scheiß eigentlich Catwalk? Was hat das mit Katzen zu tun? Weil da Pussys langlaufen. Oh, fuck ja. Yeah. True story, bro, true story. Wow, Eskalation am Arbeitsplatz. Ah, Arbeitsunfall. Was geht? Das gilt als Arbeitsunfall, dafür zahlt die Versicherung. Kein Problem, das war elegant. Dich haut's doch megamäßig auf die Fresse am Ende, oder? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ein kleiner Stolperer. Jetzt kommt noch, der Combo Breaker. Los, Krillin! Alter, bei den Kombo-Punkten punkte ich extrem, ja, ey. Ich bin der König. Ich schaff alles, ey, guck's dir an. Ich hab da nicht einen Fehler gemacht. Lenny, Golddivision 1, ey. Diamant, Challenger. Sie haben eine neue Liga erreicht. Heidi ist voll Spasten. Platin Liga 4, ey. Jetzt muss ich noch zurücklaufen. Jetzt wird's gefährlich, jetzt kommt's drauf an. Jetzt zählt's. Jetzt geht's um die Brust. Für Krillin! Fünffache Neo-Kiko-Kanone! Vorbei! Sind wir in der nächsten Runde oder bitte lass uns rausfliegen? Ich kann mir das nicht mehr angucken. Vorbei. Beenden.
Deine Schritte sind schon sehr sicher und mir gefällt, was du da machst. Hin und zurück gehen. Willst du deinen Beliebtheitsjoker bitte? Warte bitte draußen, Carpador. Okay. Ja, Geysir, verzieh dich. Dich will keine Bea, du bist langweilig. Wer ist eigentlich Yannick? Wer ist eigentlich Yannick? Keine Ahnung. Verzieht euch, ich will euch nicht reden hören. Sprich mit Mandy. Nein, ich beende das RP an dieser Stelle. Ich werde mir aber, die finale Action werde ich mir nicht entgehen lassen. Mit der Schwatten werden wir niemals reden. Ihr werdet niemals wissen, ob sie ein dunkles Herz hat. Lord Voldemort. Richtige Schoko. Okay. Schokoherz. Ey, ich kann da nicht reingehen. Ah, unsichtbare Wände. Ah! Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war ein wunderschönes LP. Ich halte es nicht mehr aus und muss dieses Spiel unbedingt sofort deinstallieren. Wir gehen uns jetzt erstmal die Großhörnerinde mit einer 9mm zermalmen. Ich bearbeite meinen Hals der Walmer mit einer Kreissäge. Ich gehe. Bis demnächst. Ich gehe in den Keller, mal an meiner Wirbelsäule ein bisschen basteln. Bis dahin. In dem Sinne, over and out. Immer wenn ich schreie, steht die Welt kurz still und ich spür weder Raum noch Zeit. Denn immer wenn ich schreie, fällt die Last von mir und ich fühl mich auf einmal frei. Denn dieser Stift hier weist den Weg und trägt mich täglich ein Stück näher. Und zwar immer wenn ich schreie. Lass ich mich fallen wie in ein smoothes Sofa. Rap ist für mich mehr als Disco und ein alter